Der Black Friday dauert ja immer eine Woche. Wie lange dauert denn eigentlich so ein Cyber Monday? Und damit willkommen beim größten Vollidioten aller Zeiten hier in Clash of Clans. Ich hier, der Toto, denn ich habe eben schon eine Aufnahme gemacht und hab's einfach gelöscht. Ne? Ich hab's einfach gelöscht, Leute, weil ich so viele Videodateien hatte, habe ich gedacht, ich lösche die mal vom 24. Leider war da eine Videodatei vom 28. mit dabei und zwar exakt die, wo ich euch eigentlich wahnsinnigerweise, tollerweise zeige, wie ich mir diese ganzen Angebote hier kaufe, aber nicht mit dem Account hier, sondern mit dem anderen Account. Also ich habe mir alle drei Angebote gekauft, 1,19, 3,49, 7,99 mit dem Thorsten-Account. Ja, tolle Wurst, Toto, echt. Also ich hätte gerade mal wieder mit dem Kopf auf den Tisch schlagen können. Oder halt vor der Wand laufen. Denn ich habe das Ganze dann aufgenommen. Das sind jetzt wieder, weiß ich nicht, 10 Minuten in den Sand gesetzt. Aber ihr seht das, der Shop ist im Moment leer. Und der Shop ist noch nicht ganz leer. Aber was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben tatsächlich uns darüber unterhalten, dass am Wochenende das Schrecklichste war, dass mein Labor leer lief oder nicht lief. Toto, dein Labor läuft nicht. Oh Gott. Mein Labor läuft nicht, geht gar nicht. Aber die wenigsten Sachen hier drin, ich glaube, das habe ich aber, wenn ich mich jetzt wiederhole, ist es auch egal. Die wenigsten Sachen hier drin haben sowieso gelaufen. Es kann sein, dass ich mich jetzt tatsächlich wiederhole, denn die meisten haben uns hochgeklopft. Aber was haben wir gemacht? Wir haben uns den Sprungzauber hier auf den nächsten Level gebracht. Also das lohnt sich auch mal wirklich, muss ich sagen. Denn der Sprungzauber hatte vorher 80 Sekunden. Jetzt hat er 20 Sekunden mehr. Das ist echt, ich will nicht sagen Quantensprung, aber ich finde schon ganz schön viel. Und 100 Sekunden liegt er jetzt. Haben wir ja auch genommen. Der Angriff kommt ja jetzt gleich in der nächsten Videosequenz. Und wir haben uns natürlich die Clanspiel-Rewards rausgeholt. Wir haben die dunkle Rune im Moment. Wir haben noch ein Heldenbuch. Wir haben ein paar Mauerringe. Also wir können auch ein paar Mauern machen. Und da oben die Tränke sind natürlich jetzt ein bisschen mehr als normal, aber kriegen wir auch irgendwie hin. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt wirklich eben mal wieder so richtig geärgert, dass ich was aufgenommen habe und ich kann es ja jetzt nicht nochmal zeigen. Ich möchte jetzt auch nicht mit dem anderen Account nochmal kaufen. Ja, das müsst ihr jetzt verstehen. Das kann ich wirklich nicht machen, aber trotzdem ärgert es mich unheimlich, dass ich hier wieder, weiß ich nicht, 10 Minuten gesessen habe, habe euch erzählt, bla 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 und das und das und das. Und dann sowas. Bisschen dauert es ja auch noch hier mit den Bauarbeitern. Ich habe auch eben einen Angriff gemacht, den seht ihr aber danach. Was wir dann mit den Drachen machen, seht ihr auch danach. Und ich wollte ja jetzt eigentlich sitzen bleiben, auch das sage ich am Ende. Ich bleibe einfach mal sitzen und zeige euch noch ein paar coole Angriffe aus dem Rising Star Tournament, was wir am Wochenende gemacht haben. Und dann kann ich jetzt auch tatsächlich in die zweite Videodatei gehen. Da ist es jetzt so, das, was wir eigentlich gemacht haben. Clanspiel haben wir uns abgeholt, wir haben gekauft. Ja, let's go. Das ist jetzt das Original, ne? Also, so war es wirklich. Müssen wir aber 6 Ballons für nehmen. Ein paar Riesen, die habe ich am Wochenende schon im Clan-Crypt genommen. Für 5 Mauerringe kann man machen. Und Bullseye. Okay, must use ein Super Archer, sehr schön. Das Spiel hier verstehe ich nie. Den Only Hero Boost. Ich meine, was bringt mir der Only Hero Boost, wenn der Rest der Armee immer nachhängt und die Helden sind einfach immer fertig. Die könnte man noch abholen hier. Mal sehen, 3 Tage haben wir noch Zeit. Wir haben ja noch 1-2 Streams in den 3 Tagen. Montag, Dienstag, Mittwoch und dann nochmal 21 Stunden drauf. Bis dahin haben wir sicherlich noch den einen oder anderen Boost eingeworfen, aber ich habe jetzt sowieso ein bisschen zu viel. Dadurch, dass ich jetzt hier gekauft habe, habe ich 7 Stück, okay. Alles klar. Ja, mal sehen, wie wir uns das da freikaufen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir wohl reingehen jetzt hier. Denn hier, das Paket hole ich mir tatsächlich nicht. Ist natürlich ganz schön, nochmal ein paar Runen zu haben. 20 Mauerringe mit dabei. Und der Wert ist sicherlich auch vielleicht in Ordnung, kann ich schlecht einschätzen. Ich gucke mal gerade 1000, 3000 Gems, 6000 Gems. Plus 3000 Gems sind 9000 Gems, die das Ganze hier kostet, plus die Mauerringe. Die kosten ja auch irgendwas. Plus die Mauerringe, 9000 Gems plus, warte mal, Mauerringe kosten hier auch immer 250 Gems, 5 Stück. Das heißt 20 Stück, 4 mal
250 sind nochmal 1000, sind als 10.000 Gems hier. Ist dieses Paket hier eigentlich wert? Und 10.000 Gems, dafür muss Oma lange stricken. 14.000 für 119 Euro, 6,5 für 59 Euro. Ja, ist auf jeden Fall ein Top-Angebot, ne? Leute, für 23,99 kriegt er mal gerade so 2.500. Also letztendlich ist das hier wirklich ein gutes Angebot, mein lieber Mann. Also wenn man das jetzt mal hochrechnet, ich habe jetzt nur mal gerade die Händlerkosten genommen, da kostet ja eine Elex-Rune und eine Gold-Rune immer 1500 Gems und die dunkle Rune immer 3000. Das heißt also 3, 6, 9 plus 1000 dann noch für die Mauerringe sind, also das ist ein absolut, ja, sechsfacher Wert. Puh, dann bin ich hart mit mir am Hadern, Leute. Ich gehe mal schnell in die Suche. Da bin ich jetzt echt mal hart mit mir am Hadern. Mann, Mann, Mann. Okay, was haben wir denn hier am Stissel? Alles klar. Mit Avatar läuten wir übrigens die Koboldwoche ein. Habe ich ja letzte Woche schon angekündigt. Und dann machen wir das auch. Und den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit hier, denn das Rathaus ist im Ausbau. Da ist ein bisschen Clanburg, okay. Hier ist ein Single Inferno. Aber okay. Das ist nicht so schlimm. Ich denke mal, wir können den einfach absetzen hier. Mal sehen. Das sieht ganz gut aus. Okay. Dann nehmen wir hier unsere Queen. So, das dunkle Lager, da hätte ich ganz gern noch. Ah, das geht aber. Okay. Das ist ein Multi-Inferno dort. Perfekt. Und wir haben hier auch Mauerbruch dabei. Auch sehr schön. Und wir haben ja schon unseren etwas verbesserten Sprungzauber am Start, Leute. Und können hier jetzt eigentlich schon mit unserer Meute hier rein, ne? Ah, die gehen nach da außen hin. Okay. Die könnten aber jetzt auch reingehen. Ach, das ist dusselig. Das ärgert mich jetzt aber gerade ein bisschen, muss ich mal so sagen. Jetzt gehen sie mit rein, okay. Jetzt gehen sie mit rein. Puh, den habe ich aber gerade so gepackt, ne? Was ist denn eigentlich, wenn wir hier so rüberspringen? Mal sehen. King und Queen laufen nach da. Noch sieht es ganz gut aus. Dann können wir hier mal gegenfangen, würde ich sagen. Aber springen tut da, ich denke mal, nur meine Queen, wa? Mal gucken, vielleicht geht mein King da jetzt noch mit rein und die Meute kann hier doch springen. Oh, oh, oh. Clanburg, verdammt, verdammt, verdammt. Clanburg-Truppen, Leute. Okay. Den Scatter hier nochmal hingelegt. Jawohl. So, mal sehen. Oh, der lag ja jetzt noch lange hier. Der Sprungzauber, mal gucken. Brauchen die aber nicht mehr durch. Okay, ja, schade. Hatte ich den Sprungzauber jetzt zwar genommen, aber wir haben, glaube ich, den Loot. Haben wir uns ganz gut weggeholt. Mal gucken. Kriegen wir da vielleicht noch ein Lager oder so? Schlag dich doch nicht da durch. Geh doch da ans Lager. Ja, perfekt. Jetzt drehen sie sich um. Okay, Queen ist noch in Heilung. Aber die Tesla-Farm da oben gibt alles. Und hier unten haben wir den Monolithen noch bekommen. Und wir kriegen das Rathaus noch, oder? Oh, die Hexe, die Hexe. Die Heiler heilen die Skelette. Auch nicht schlecht. Da kommt nochmal der Wutzauber für den Feger. Feger in Wut. Mhm. Oh, packen wir das noch? Komm, da sind noch ein paar Ressourcen drin. Geht das noch was? Wird eng. Vier, drei. Haben wir noch geschafft. Sehr schön. Und mein Kaffee ist noch nicht kalt. Sehr krass. Ein bisschen Bonus haben wir auch gekriegt. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die wieder. Denn ich habe im Moment die Kobolde am, nicht die Kobolde am Start. Ich habe im Moment die Bowler hier drin. Ich habe noch zwei Stück gemacht, weil ich noch ein bisschen dunkles Überhaar hatte. Also habe ich jetzt erstmal
noch einen Tag 15 Stunden die und 9 Stunden noch die. Die anderen machen wir natürlich immer nach. Naja, ein bisschen. Wir haben, wie gesagt, jetzt eine dunkle Rune und wir haben auch die anderen Bücher, sodass wir haben jetzt zwei Truppenbücher noch. Warte mal, einmal die Mauerbrecher. Toto, dein Labor läuft nicht, ich weiß. Ich hatte auch am Wochenende dazu gesagt, dass die wenigsten Truppen hier ganz regulär bei mir jetzt gelaufen sind. Die meisten haben uns hochgeklopft hier mit Hammer, Bücher oder mit Gems. Und deswegen glaube ich, war das hier nicht so wichtig, aber vielleicht kommt ja noch die ein oder andere Truppen-Upgrade hier, der jetzt beim Level 15 nicht dabei war. Die Truppe, die ich natürlich jetzt am Start habe, Leute, die Elektrodrachen. Ich wollte gerade sagen, stelle ich euch die Tage mal vor. Die sind ziemlich stark, muss ich sagen. Warum sie so stark sind, das weiß ich im Moment nicht. Entweder sind die Bases so schwach oder die Elektrodrachen sind wirklich so stark. Ich hoffe, dass euch die Folge zum Montag hier gefallen hat. Ja, da muss ich jetzt noch ein bisschen tiefer drüber nachdenken, ob ich mich da schon frühzeitig, ob ich mir noch ein Nikolausgeschenk mache oder so. Bin ich ganz ehrlich. Muss ich noch ein bisschen tiefer drüber nachdenken. Habt ihr euch auch die Angebote gegönnt? Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und mal am Kanal dranbleiben. Oder einfach in die Kommentare schreiben, Jota, Toto, die waren in Ordnung. Oder aber, na, lasst die Finger mal davon. Naja, warum eigentlich? Brauchen wir ja nicht wirklich machen. Denn ich wollte jetzt nicht sagen, wir haben es ja, aber wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Wir wollen ja noch nicht ins Endgame gehen, aber ein bisschen Mauern farmen demnächst und ein bisschen mit den Kobolden hier so ein bisschen über die Bases rutschen. Also von daher passt das alles. Ich würde sagen, danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in den Livestreams montags, mittwochs und freitags oder halt dann auch an anderen Tagen. Ich war jetzt am Wochenende ja auch am Sonntag live aus dem Rising Star Tournament, aber da kommt morgen eine Folge von. Also ich bleibe jetzt eigentlich sitzen und drehe jetzt schon so ein bisschen vor. Dann habe ich nicht ganz so viel Stress zwischen den Livestreams und den Aufnahmen hier. Also bis dahin, danke, euer Toto. Clashed.